Wir starten wahrscheinlich in eine sehr turbulente Woche und es gibt einige Argumente, die für einen fortgesetzten Abverkauf sprechen. Wir haben ja jetzt S&P 500 und Dow Jones 4 Wochen in Folge negativ. Das gab es zuletzt im August 2019. Der Nasdaq hat es gestern, nicht gestern, sondern in der letzten Woche geschafft, doch noch positiv abzuschließen. Gleichwohl von den letzten 5 Wochen auch 4 negativ. Also wir wollen uns ein paar Punkte anschauen, die für einen fortgesetzten Abverkauf sprechen. Aber es gibt eben auch Punkte, die für eine Rallye sprechen. Und diese Gemengelage, in der wir jetzt in dieser Woche, in den nächsten Wochen vor der US-Wahl sind, vor allem vor dieser Fernsehdebatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit zwischen Biden und Donald Trump, das wird hier ein richtiger Krimi werden. Schauen wir uns zunächst mal an, was da passiert ist in den letzten Tagen. Wir haben in der letzten Woche 2,4 Billionen an Marktkapitalisierung verloren, global gesehen. Das entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt Frankreichs. Das ist nicht gerade wenig. Man fokussiert sich eben auf diese Turbulenzen, auf diese Unsicherheiten im Vorfeld der US-Wahl und hat so ein bisschen diesen Vaccine-Optimismus, diesen Impfstoff-Optimismus beiseite geschoben. Jedenfalls sehen wir, dass es durchaus hier ein bisschen gerappelt hatte teilweise. Und wir sehen, dass seit Anfang September interessanterweise die US-Märkte schlechter laufen. Wahrscheinlich wegen dieser Unsicherheit im Vorfeld der US-Wahlen. Das ist die obere Grafik, etwa im Vergleich mit dem Stoxx 600, also dem europäischen Index, wenn man so will, und dem MSCI World. Hier sehen wir also eine schlechtere Performance der US-Märkte. Und wir sehen unten in dieser Grafik, die ich schon ein paar Mal gezeigt habe, weil sie sprechend ist, wer verkaufen würde, wenn die US-Märkte öffnen, also beim Kassaeröffnungskurs verkaufen würde und dann wieder kaufen würde, wenn der Kassamarkt schließt, der würde deutlich bessere Gewinne einfahren. Wir sehen also, dass während der Handelszeit nach wie vor in den USA die Dinge schwierig sind. Das sehen wir hier in dieser Grafik mal die durchschnittliche Tagesperformance beim S&P 500 tagsüber, wenn also der Kassahandel stattfindet. Da sehen wir, da geht es eigentlich relativ konstant, durchschnittlich gesehen, nach unten jetzt im September. Was haben wir noch? Wir haben natürlich einige nette Unsicherheiten jetzt vor der Wahl. Oben in der Grafik sehen Sie die Performance vor der US-Wahl 2008, 2012 und 2016. 2008 ist die negativste Performance. Da war natürlich die Finanzkrise. In den Jahren 2012 und 2016 war es weniger schlimm. Schauen wir uns aber auch unten mal diese Grafik von Nordea an. Dann sehen wir, ja, es ist eigentlich eine gute Idee, kurz vor der Wahl zu kaufen. Das ist sozusagen das Muster, das hier erkennbar ist. Es ist vor allem in den 30 Tagen vor der US-Wahl meistens schwierig und dann kurz vor der US-Wahl, so war es zumindest in der Vergangenheit, ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Aber dazu müsste eins funktionieren, nämlich, dass wir ein ziemlich klares Ergebnis haben, relativ schnell. Wenn diese Geschichte so läuft, wie manche fürchten, nämlich, dass wir Tage, wochenlang später nach dem Wahltermin noch nicht wissen, wer wirklich US-Präsident ist, der eine fechtet das Ergebnis an oder der andere, dann wird das natürlich sehr, sehr schwierig. Dann dürften die Märkte choppy bleiben, dann dürfte es weiter turbulent bleiben. Das ist im Prinzip ja das Risiko, was die Märkte jetzt schon ein Stück weit spielen. Was passiert, wenn wir nicht wissen, wer US-Präsident ist, auch nach dem Wahltermin und die ganze Geschichte dann sehr schwierig wird. Das waren also jetzt saisonal negative Argumente. Jetzt sehen wir, dass wir aber auch positive Punkte haben, kontraindikatorisch, nämlich vor allem, hier sehen wir die Positionierung im Nasdaq 100 Mini Future. Und hier sehen wir, die ist so negativ, so short wie seit dem Jahr 2006 nicht mehr, nämlich seit Juli 2006. Damals, im Juli 2006, drehten die Märkte nach oben. Es gab eine deutliche Rallye bis Oktober. Hier sehen wir also eine deutliche Negativeinstellung. Das Sentiment hat sehr schnell gedreht von Hurra, alles kann nur nach oben gehen, auf jetzt, oh, wir müssen uns nach unten absichern. Das scheint jetzt dieser Gamechanger zu sein. Hier sehen wir mal alle Futures, also nicht nur den Nasdaq, sondern auch S&P 500 Future, Dow Future etc., Russell. Hier sehen wir, wir haben hier eine extrem negative Positionierung. Es sind also viele Short. Das eröffnet das Potenzial für einen Short Squeeze, dass also die Shorties, die hier ihre Position haben, dann eindecken müssen, sprich als Käufer auftreten müssen. Und wer ist das, der hier so short ist? Das sind Hedge Funds, das sind CTAs, also amerikanische Vermögensverwalter, die jetzt voll auf die Welle nach unten spekulieren und natürlich, wenn sie Pech haben, jetzt von der Welle
nach oben kalt erwischt werden. Wir sehen das in der letzten Woche oder in den letzten Wochen, jetzt speziell in der Woche ab 23. September, massiv Geld aus ETFs rausgeflossen ist, aus praktisch Aktien-ETFs in den USA. Wir sehen also, dass man hier durchaus Liquidität entzogen hat dem Markt. Gutes Timing, schlechtes Timing, gute Frage. Wir sehen jedenfalls, und das ist natürlich, oder sollte den Bullen Sorgenfalten auf die Stirn treiben, wir sehen die Schwäche der Banken. Wir haben jetzt beim Stoxx 600 Bankenindex, das ist praktisch der Index, der die wichtigsten europäischen Banken inkludiert hat. Da sehen wir ein Allzeittief. Wir sind tiefer als in der Finanzkrise, muss man sich mal vorstellen. Also da ist irgendwie Stress am Mann. Da ist irgendwo wirklich was im Argen. Wir sehen auch in den USA die Banken ganz, ganz schwach. Der KBW Bankenindex ist ein ETF auf US-Banken. Über 38% im Minus, während der S&P 500 so um und bei jetzt unverändert ist. Also wir sehen eine deutlich schlechtere Performance der Banken. Und das ist praktisch die größte Underperformance seit 84 Jahren, wie Barclays hier zeigt. Möglicherweise liegt das natürlich an der Situation, dass wir Inflationstendenzen bekommen werden, gleichzeitig aber die Renditen erstmal nicht steigen. Hier sehen wir eine interessante Grafik, die zeigt, dass die Aktienmärkte oft sehr stark korreliert waren mit dem Ölpreis oder der Ölpreis stark mit den Aktienmärkten, wie auch immer. Jetzt sehen wir, dass der S&P 500 und die sogenannten Break-Evens sehr, sehr parallel laufen. Break-Evens sind im Prinzip die Inflationserwartungen für die nächsten 10 Jahre hier an diesem Chart. Das heißt, die grundsätzliche Frage, die jetzt am Markt gespielt wird, gibt es eine Inflation oder gibt es nicht eine Inflation? Und wenn die Erwartung ist, wir haben inflationäre Tendenzen, dann steigen die Aktienmärkte, weil die ja Sachwerte sind, dann steigen sogar Kryptowährungen, dann steigt Gold. Also alles wird dann nach oben gespült, wenn man davon ausgeht, ja, ja, wir werden einen inflationären Preisdruck haben. Hier sehen wir das nochmal. Und das Problem ist eben, dass wir praktisch jetzt die Situation haben, dass die Notenbanken ja die Anleiherenditen zementiert haben. Da passiert überhaupt nichts mehr. Hier sehen wir diese Korrelation, Bitcoin, Gold, Nasdaq, alles geht rauf, wenn sozusagen die Inflationserwartungen steigen und alles fällt. Wenn die Inflationserwartungen fallen, zum Beispiel wegen steigender Corona-Zahlen, dann fallen tendenziell die Inflationserwartungen, weil man sich sagt, ja, diese Nachfrage, die kommt nicht in der Wirtschaft, sondern wir werden dann möglicherweise wieder Verlangsamungen haben, da wird es keine V-Erholung geben. Und hier sehen wir den sogenannten MOVE Volatility Index, das ist praktisch die Volatilität am Anleihemarkt, der VIX des Anleihemarktes, wenn man so will. Hier sind wir jetzt in der letzten Woche auf ein Allzeittief gefallen, weil eben durch die Politik der Notenbanken der Anleihemarkt praktisch geistig tot ist, ist nichts mehr passiert, hier hat man praktisch den Sargnagel drauf geklopft, könnte man sagen. Dementsprechend, wenn sich die Anleiherenditen nicht mehr verändern, aber die Inflation anzieht, dann ist das eben der mitentscheidende Faktor für den Markt. Ein entscheidender Faktor ist auch der Dollar und er spricht so ein bisschen gegen die Aktienrallye. Die Positionierung, die negative Positionierung spricht für eine Rallye, spricht für einen Short Squeeze, aber der Dollar spricht derzeit noch dagegen, denn auch die Positionierung im Dollar ist nach wie vor sehr extrem, ist noch extremer geworden jetzt in der letzten Woche, nachdem der Dollar ja aufgewertet hat. Wir sehen, dass der Dollar ziemlich genau, die obere Grafik hier ziemlich genau an einer Trendlinie gehalten hat. Und wir sehen unten, dass die Positionierung im Dollar noch shorter geworden ist. Das ist eben auch die Möglichkeit eines Short Squeezes mithin, also das Potenzial für weitere Dollarstärke. Und Dollarstärke ist tendenziell negativ für die Aktienmärkte. Kommen wir zu Tagesgeschehen. Ein Artikel der New York Times, der jetzt eine ziemliche Bombe ist, sagte, dass Donald Trump zuletzt $750 Steuern bezahlt hat, in 10 der letzten 15 Jahre gar keine Steuern bezahlt hat. Entweder weil er sozusagen alles gegengerechnet hat, was irgendwie an Verlusten möglich war, oder so sagt die New York Times, weil er so tut, als sei er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er ist es aber faktisch nicht. Die New York Times behauptet, wir haben jetzt die Steuerunterlagen der letzten 15 Jahre eben von Donald Trump. Der selber hat jetzt getweetet, alles Fake News. Aber das ist die Story vielleicht des heutigen Tages, die interessant sein wird. Wir haben ja jetzt das Duell in der Nacht von Donnerstag, von Dienstag auf Mittwoch zwischen Biden und Trump. Und jetzt wieder Trump mit der Aussage, ja, da sollten wir vorher einen Drogentest machen, denn
Biden, der ist oft so fahrig und manchmal ist er so, so fit, da ist er möglicherweise irgendwie, sind externe Hilfsmittel im Spiel, das sollte man untersuchen. Hier ja jetzt diese Nominierung von Amy Barrett als Supreme Court Richterin durch Donald Trump, jetzt am Wochenende ultrakonservativ. Die Demokraten laufen dagegen Sturm und sagen, das ist sozusagen jetzt der Sargnagel für Obamacare, also für diesen Akt, der sozusagen Krankenversicherungen auch ärmeren Menschen oder die Finanzierung derselben ermöglicht. Jedenfalls sehen wir hier, gibt es doch weiter natürlich extreme Spannungen zwischen den Demokraten und den Republikanern in den USA, auch wenn Nancy Pelosi gesagt hat, ja, diese Stimulusgespräche, die sind noch nicht tot, mal sehen, wie tot sie sind oder wie untot sie sind. Und wir haben abschließend hier die Blockierung des Verbots von TikTok-Downloads durch einen US-Richter, zumindest für jetzt. Wir haben jetzt die Situation, dass dieser Richter eben nicht gesagt hat, dass im November dann TikTok komplett abgeschaltet werden kann, sondern nur der Download-Verbot jetzt, der ab Sonntag ja eigentlich eintreten sollte, ist zunächst mal blockiert. Das Handelsministerium in den USA hat gesagt, wir akzeptieren diese Entscheidung, werden aber jetzt weitere Begründungen liefern, warum das nötig sei. Also, das ist jetzt die Gesamtkonstellation. Es gibt einiges, das für einen Verkauf spricht, die Saisonalität, die Wahlsituation, die Unsicherheit, die Dollarstärke, die sich möglicherweise jetzt noch fortsetzen wird, und auf der anderen Seite eben diese extrem shortige Positionierung am Markt, die für Short Squeezes spricht. Vielleicht sehen wir eine wahnsinnig volatile Woche mit starken Moves nach oben, dann wieder mit Abverkäufen, starken Moves nach oben. Das wäre zumindest eine angesichts dieser Konstellation vorstellbare Variante. Jetzt wünsche ich erst einmal einen wunderbaren Tag, meine Damen und Herren, und sage Ihnen Servus und Ciao.